Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Planet Crafter. Schön, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, was hat der Necro zwischendrin getrieben? Einiges. Er hat natürlich die Ressourcen hier wieder aufgefüllt. Wir werfen einen Blick rein. Hier, alles wieder schön bestückt. Ich finde das eigentlich immer ganz schön, wenn ich das vor der Folge mache. Dann brauchen wir nicht so viel sammeln. So, wir können mal einen Schluck Wasser trinken, wie so mal durchsticht, ne? Und ich habe, das zeige ich euch kurz, mal eine Außentreppe gebaut. A, wollte ich mal hier oben das Erz wegsammeln, was da noch stand. Und ich habe hier mal die Dachfläche auch mit Containern bestückt. Und uns auch ein Treppenhaus gemacht. Also hier, wo der Schreibtisch war, den habe ich jetzt darüber gestellt. Und ich habe hier jetzt einen Container angedockt, damit wir hier hoch können. Und den Heizraum habe ich jetzt nach oben verlegt. Aus dem kleinen Heizkörper habe ich jetzt einen großen gemacht und den anderen großen habe ich wieder dazugestellt. Das habe ich soweit gemacht. Ansonsten, ja, wie ihr seht, hier ist noch nicht viel los. Aber mir war es hier unten schon fast wieder zu eng. So, was macht denn unser Kürbis? Jetzt haben wir Kürbiskerne geerntet. Und einen Kürbis. Ach, guck mal, stellt meine Gesundheit wieder her. Ist ja geil, oder? Was? Exoskelett? Okay. Ich würde aber ganz gerne noch so ein Food-Ding hier machen. Food. So, was kostet hier nochmal so ein Food-Ding? Das kostet nochmal Alu. Alu müssen wir aber auch noch haben, ne? Ja. Und ich habe doch hier irgendwo Aubergine, so. Ach, Wasser fehlt. Dann nehmen wir uns auch noch eine Flasche Wasser mit, so. Hier, Nahrung. Ja, wir wollen ja nicht hungern. Ganz im Gegenteil. So. Es war so klar, oder? Ich schmeiß mal kurz trotzdem das Ding da rein. Dann bauen wir uns noch einen großen Sonnenkollektor. Was kostet der? Magnesium, Kobalt, Alu. Alu, Kobalt, Magnesium. Habe ich jetzt alles? Jo. So, gucken wir mal, dass wir den vielleicht hier dazustellen. Jo, geil. Die will ich noch umwandeln, auch in große. Ich weiß noch nicht, ob wir das heute schon machen wollen. Denn ich muss ehrlich gestehen, ich bin sehr neugierig auf diese Höhle, die wir da von Weitem gesehen haben. Beziehungsweise, wir müssen ja auch nochmal in das große Raumschiff, ne? Habe ich jetzt irgendwas, was ich noch rausschmeißen könnte? Hier. Das wäre natürlich auch noch nice, aber zuvor würde ich auch ganz gern das hier bauen, ne? Leuchtfeuer hilft dir, den Weg zu finden. Da habe ich mir überlegt, es wäre ja geil, wenn wir so ein Ding aufs Dach setzen könnten, ne? Da fehlt uns Alu. Wir müssen mal wieder Alu holen hier, doch. Aber damit ich auch aufs Dach ganz nach oben komme, bräuchten wir natürlich noch so eine Treppe, ne? Da müssen wir mal schauen, können wir die hier überhaupt hinstellen? Eben hat er es gehabt, ne? Okay, die fliegt zwar jetzt. Hier oben dockt sie gut an. Naja, relativ. Aber lass uns schnell das Leuchtfeuer hier setzen. Weil das hätte ich schon ganz gerne oben auf dem Dach, ne? Damit man es auch schön sehen kann. Nice! Ist das Ding geil, oder? Ja, mega. Und wir wollen uns natürlich... Das hier muss ich aber nochmal richtig bauen. Das ist ja voll hässlich sonst. Ist das geil? Guckt euch das an. Nee! Ja, dann wissen wir wenigstens... Gerade wenn so ein Sandsturm ist, wo wir hin müssen, ne? Ah, jetzt bin ich auch wesentlich entspannter, jetzt wo wir hier so zwei Nahrungscontainer haben. Ist das cool, guckt euch das an. Ich mag generell so... Schaut mal. Oh, ist das nicht schön? Ich finde das unglaublich gut. Wir wollen aber mal kurz einen Blick... Nein, einen Blick reinwerfen, nicht wegwerfen. So, das wieder hinbauen. Jetzt. Wir können jetzt auch schon ein Doppelbett machen.
das Exoskelett. Wir können auch eine Kommunikationsantenne empfängt Übertragung aus dem Weltraum. Auch spannend. Dann können wir hier alles verglasen. Ist natürlich auch sehr, sehr geil. Da hatte ich auch total Bock drauf. Was ist das? Biodom. Perfekter Ort, um Pflanzen anzubauen und Sauerstoff zu generieren. Ah, leck. Ach du Scheiße, guckt euch das mal an. Es geht ja noch. Ach du Scheiße, okay. Wir brauchen erstmal das neue Exoskelett. Denn wir haben ja hier nur noch eins frei. Und lass mich mal gucken. Ich würde auf jeden Fall gerne den Kompass noch haben wollen. Abbaugeschwindigkeit könnten wir uns natürlich auch gönnen. Aber lass uns mal schauen, was kostet denn das Ding? Titan, Alu. Alu, Titan. So, fangen wir mal hier an. Alu. Titan, Magnesium, Silizium und unser bisheriges. Okay, ach, wie witzig. Na toll, genau das da brauche ich eigentlich. Inventarfall, ach der mit. Haben wir hier zufällig Platz? Nee. Lass uns mal gerade hier Eisen rausschmeißen. Mist. Das brauche ich. So, jetzt aber. Hä? Wieso schmeißt er das raus? Du sollst das anziehen. Ah, jetzt. So. Jetzt können wir ja alles einsammeln. Schön. So, warte. Das, das und das. So war das eigentlich geplant. Okay, jetzt schauen wir nochmal rein. Kompass. Magnesium, zweimal Alu. Oh je, ich weiß schon, was wir gleich wieder brauchen. Alu. Magnesium. Weil Kompass wäre natürlich mega gut, ne? Ach, guck mal, geil. Jetzt nur die Frage, zeigt er mir eigentlich auch an... Nee, das zeigt er mir nicht, zumindest nicht auf dem Kompass an, ne? Also unser Leuchtfeuer. Schade. So, was wollte ich noch? Why not? Kostet nochmal Alu und Magnesium. Komm, gönnen wir uns. Dann hauen wir unser letztes Alu hier raus. Ist egal. Aber ist cool, ne, dass man hier solche Ergänzungen reinbasteln kann. Ja, wunderbar. Jetzt müssen wir nur mal kurz gucken. Dann nehme ich das aber da wieder raus. Das heißt, wir brauchen dringend Alu. Ich will mal kurz gucken, was kosten hier so Glas, Eisen und Kobalt. Kobalt haben wir doch ein bisschen. Wie viel Eisen habe ich einstecken? Komm, dann gönnen wir uns mal ein Fenster. Jetzt ist nur die Frage... Was geil wäre, wenn das hier natürlich komplett verglast wäre, oder? Jo, das machen wir, komm. Da habe ich voll Bock drauf. Nee, sieht das gut aus. Ist das geil, oder? Leute, das ist ja mega gut. Ich bin ja total happy, gell? Doch, gefällt mir wirklich äußerst gut. Das gleiche machen wir natürlich dann auch oben. Ja, wunderbar. Dann schnappen wir uns mal was zu trinken. Haben wir noch? Haben wir noch. Ich habe jetzt noch Silizium in der Tasche. Das passt hier sogar noch. Das passt hier auch. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, wir stiefeln nochmal zum Raumschiff, oder? Komm, das machen wir. Und Aluminium. Wir müssen gucken, wenn wir unterwegs Alu finden, dass wir auf jeden Fall ein bisschen Alu mitnehmen. Alles andere würde ich wirklich im Moment mal vernachlässigen. Hey, gucken, wo war denn unser... Da oben irgendwo, gell? Unsere kleine Zwischenbase. Aluminium. Habe ich schon gesehen, hier und da.
Also wir müssen irgendwie darüber, ne? Wie vorhin auch. Oh nein, ich hab Durst. Oh ne, dammit. Ach, das war ja jetzt dämlich. Ah, da müssen wir leider nochmal zurück. Da habe ich natürlich nicht drauf geachtet, ne? Nee. Manchmal. Gibt es eigentlich Fallschaden? Scheinbar nicht. Ach, guck mal. Jetzt, wo wir nämlich das beschleunigte Aufsammeln haben. Müssen wir uns aber ein bisschen beeilen hier mit dem Sauerstoff. Jetzt, wo wir das beschleunigte Aufsammeln haben, macht das Ding auch ein anderes Geräusch, ne? Ist ja. Ist ja cool. Aber ich habe das Gefühl, manchmal, guck mal, über uns ist der Himmel gar nicht mehr so ganz rot, ne? Oder? Bilde ich mir das nur ein. So, Sauerstoff, wir haben gar kein Wasser mehr, kann das sein? Ey, ist ja unglaublich. Dreimal habe ich, was kostet nochmal Wasser? Eins, ne? Jo. Ach, ich hatte eine Wasserflasche dabei, kann das sein? Ich Depp. Egal. Wir lassen mal eine hier, zwei nehmen wir mal mit. Wir nehmen auch eine Sauerstoffkapsel mal mit. Zur Not. Komm, so. Nicht, dass wir gleich wieder umdrehen müssen. Auf jetzt. Sorry, aber er war echt zu spät gesehen. Das ärgert mich ja dann immer selber, ne? Ja, wir bräuchten aber noch was, damit wir schneller unterwegs sind. Vielleicht gibt es auch irgendwann Fahrzeuge oder so. Das wäre natürlich auch mega, ne? Auf sowas hätte ich natürlich auch total Lust. So, hüpfen wir mal hier hoch. Zack, 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 zack. Komm, du schaffst es. Na, da sind wir doch schon hier am Zwischenlager. Ist ein bisschen so wie Bergsteigen, ne? Wo man immer so Zwischenlager macht. So, was haben wir hier noch einstecken? Oh ja, hier haben wir auch noch ein bisschen was. So, jetzt aber. Und dann machen wir uns mal wieder dran, den Planeten ein bisschen mehr zu begrünen. Ich könnte nämlich schon wieder hier diese Pflanzpötte bauen. Da waren wir. Hier waren wir, gell? Ja, aber hier war... Ist hier noch was drin? Hm. Ich baue die Kisten auch mal ab. Ah, guck mal. Wenn die mir gar nicht so einen Stress machen brauchen, ne? Was haben wir hier? Nehmen wir auch alles mit. Oh, da war Alu dabei. Sehr geil. Ach, guck mal. Das Leuchtfeuer zeigt er mir das tatsächlich immer an. Das ist ja sehr, sehr geil. Ja, komm, lass mich durch. Oh, jetzt müssen wir mal gucken. Es liegt hier überall das Zeug rum. Was ist das? Alu, ne? Dann würde ich nämlich viel lieber Alu mitnehmen. Oh, wir sind schon wieder rappellvoll. Ich würde gerne zumindest mal kurz noch gucken. Oh ja. Gekauft. Scheiß auf Eisen. Alu wäre wichtiger. Oh, nee. Das ballern wir uns gleich rein. Komm, Eisen wieder raus. Die Legierung ist auch geil, ne? Finde ich. Eisen raus, das. Ach du Sch... Okay.
Eisen raus. Nehme ich mit. Das raus. Da hätte ich das gern lieber. Ich will aber noch so ein... Aha, Chip. Da haben wir's. Sauerstoff. Komm, wir hauen uns den Sauerstoff rein und dann nehmen wir das Ding noch mit. Ja, nice. Die Runde war schon wieder sehr geil hier. Von wo sind wir denn jetzt gekommen? Von hier nicht, ne? Nee. Das Ding ist ja riesig. Geile Sache. Und da schmilzt es munter vor sich hin, ne? Wie mir scheint. Beginnt zu schmelzen bei. Ah, hier, da steht's. Bei. Geil. Das heißt, wir müssen echt den Planeten erwärmen. Mehr Heizungen. Wir brauchen mehr Heizungen. Ach ja, doch. Ich kann euch das Spiel empfehlen. Es macht Laune und ich glaube, da kann man auch ein paar Stunden versenken. Und ihr seht ja, ich übertreibe es ja eigentlich schon mit dem Baustellen-Container-Wohnblock da drüben. Hätte ich eigentlich noch einen Zwischenhalt machen sollen? Nee, es wird uns reichen vom Sauerstoff, oder? Ja, schön. Haben wir nochmal alle Alu geholt. Und Pflanzen. Dann machen wir gleich noch Pflanzpötte, Strom. Das wäre Pflichtstrom auf jeden Fall. Wir gucken mal, ob wir die Klein gegen Große austauschen können. Mal gerade mal das Licht ausschalten hier. So, rein mit uns in die gute Stube. Das darf da rein, das darf da rein. So, hier haben wir jetzt ein bisschen Alu wieder. Tja, Iridium, wo ich dachte, boah, wo soll ich denn das herkriegen? Haben wir jetzt auch ein bisschen was, ne? Ach, Legierung hatte ich doch auch schon, ne? Da, guck mal. So, und wir haben hier vorne, die Kiste benutze ich gerade so ein bisschen als... als Pflanzen- und Nahrungsbox. So, wo ist mein Schreibtisch? Da. Beweglichkeitsstiefel T2, die nehme ich auf jeden Fall. Die brauchen wir. Da brauchen wir zweimal Legierung, zweimal Stoff. Haben wir beides, oder? Stoff, Legierung, Legierung. Oh, was für ein Glück. Man muss auch mal Dusel haben, oder? Also, Glück. Oh ja. Oh, danke schön. Endlich mehr Strecke. Sehr gut. So, also. Der Plan ist, lass mich mal kurz gucken. Das Ding würde ich gerne freischalten. Dafür müssen wir aber noch Wärme hochpushen. Für Wärme bräuchten wir... Jetzt gucken wir mal kurz. Bräuchten wir auf jeden Fall hier noch so eine Heizung. Die bauen wir auf jeden Fall. Zweimal Iridium, Silizium, Titan, Eisen, Alu. Also eigentlich alles. Zweimal das. Außer Kobalt, ne? Magnesium, Titan, Silizium, Eisen. Stimmt es? Und Alu. So. Dann würde ich sagen, schließen wir hier drüben an, oder? Mit der Heizung. Strom hält noch. Sehr gut. Wie viel haben wir übrig? 5. Ja, die Nahrungszüchter, die schlucken auch, ne? Was braucht denn eine so eine Heizung? 3,5. 5 haben wir. Theoretisch können wir noch eine Heizung bauen. Wollen wir das machen? Dann pushen wir das zumindest mal ordentlich nach oben, oder? Und dann tauschen wir, was brauchen wir denn dafür? Auch Alu. Wie viel Alu habe ich denn noch? 3.
Die Heizung kostet 1 und dann können wir noch 2 Stromdinger machen. Das ist eine Idee eigentlich, ne? Kobalt, da brauche ich 2x Kobalt. Lass uns mal erst die Stromdinger machen vielleicht. Oh nein, uns fehlt einmal Kobalt. Magnesium. Eisen, Silizium und Alu. Eisen. Silizium. So, lass uns schnell den Strom aussetzen. Bin ich ja echt immer überlegen, ob wir hier... Ist das geil. Guck mal, man kann auch von außen reingucken. Das ist ja nice. Schau mal. Wie cool, bitte. Nee. Oh, was? Ich will alles verglasen. Ist euch schon klar, ne? Ich will so richtig schön... Oder zumindest das Obergeschoss komplett. Das wäre auch geil. So, jetzt lass uns mal... Ach, ihr merkt schon. Ich will. So, einmal. Was für... Was? Achso, ja stimmt. Kobalt fehlt mir. Ich brauche einen Kobalt. Da hinten sehe ich einen. So, hier, warte. Was können wir machen? Bauplan erhalten, neuer Bohrer. Okay, das kommt jetzt durch die Heizung, ne? Ja, cool. Komm, dann können wir die Dinge aber hier... Können wir daraus zufällig... Ne, können wir nicht. Schade, jetzt müssen wir mal gucken, wie viel 4 von denen... uns an Stromüberschuss bringen. Oh, leck. Okay. Ja, wir bauen noch eine Heizung. Cool, cool. Zack. Habe ich alles für die Heizung dabei? Natürlich nicht. Iridium und Titan vergessen. Ach, Nikro. Schon los. Iridium und Titan, ne? Hatte ich gesagt. Guck nochmal. Habe ich jetzt alles? Jo. So, hier, Heizung. Ne, das ist schon mal die Kleine. Ich will jetzt, wenn schon, das ordentliche Ding, ne? So. Ist das cool, oder? Ich würde sagen, dass der Heizraum geil wären, auch noch Türen, ne? Türen gibt es aber noch keine, ne? Wohnabteiltür bietet Zugang zu einem Wohnabteil. Kann man die auch... Also Innenräume damit verschließen. Also nicht nur so als Außenzugang. Das müssen wir mal austesten. Was brauchen wir? Titan. Ah ja, guck mal. Man kann das tatsächlich... Lass uns das mal hier oben austesten. Ah ja, nice. Ich würde das nämlich gerne verschließen, den Heißraum. Sensible Technik. Da hat nicht jeder seine Wurstfinger drin rumzurühren, gell? So. Ja, cool. Ich mag auch den Sound, ne? Könnten wir theoretisch ja nochmal eine Reihe dazustellen, ne? Das überlegen wir uns. So, schauen wir mal. Was ist denn der Plan als nächstes? Wir haben doch hier... Das Ding wäre geil. Was ist das? Bildschirmfortschritt. Zeigt deinen Fortschritt in den verschiedenen Terraforming-Stadien an. Okay. Bildschirmübertragung. Zeigt von der Kommunikationsantenne empfangene Übertragung an. Oh, was ist das? Schrank. Großer Lagerbehälter. Wo ist Eisen? Ja, auf jeden. Bitte. Sehen wir mal. Wie, wo, was? Wie kann man die installieren? So rum? Kann ich da eine zwischenknallen?
Das wäre ja auch cool, ne? Ja. Genau mein Ding. Ach nee, wie cool. Boah, guck mal. Die Dinger, die... aber hier würde ich gerne den Essensraum eigentlich machen. Das heißt, wir schnappen uns den Schrank nochmal. Ja, Schränke sind ja viel geiler, ey. Muss ich mal überlegen. Wäre es gut, wenn wir hier eine Schrankwand hätten, oder? Das finde ich ja geil. Gefällt mir jetzt schon gut. Habe ich da ein bisschen Platz gelassen? Nee, den habe ich direkt dran gestellt, ne? Komm, und da könnte man jetzt theoretisch noch was dazwischen machen, ne? Oh nee, das ist ja jetzt doof. Jetzt muss ich die ganzen Kisten umräumen, ne? Aber das macht nichts. Das machen wir glatt. Beziehungsweise, das mache ich dann Outtake. Jetzt schauen wir mal. Also, Plan wäre auf jeden Fall, einen neuen Bohrer noch zu setzen. Das finde ich gut. Titan und Kobalt. Wir könnten auch mal ein bisschen Kobalt farmen. Wie viel Titan haben wir denn noch? Ah, Titan haben wir noch genug. Komm, das machen wir auch. Wir süffeln aber noch schnell was. Haben wir noch Wasser? Zack. Schmeiße ich mal zwei raus. Hier. Das rein. Und das. Ah, unsere erste eigene Nahrung. Wie gut. So, Kobalt will ich holen, weil ich will ein bisschen verglasen noch mit euch, bevor wir die Folge wechseln. Da haben wir heute richtig viel geschafft. Und ich glaube, mit Verglasung sieht das Ganze nochmal sehr, sehr, sehr geil aus, oder? Ich sehe aber schon, dass wir 10-mal umbauen müssen. Ich weiß gar nicht, wie groß wird denn so eine Base hier in dem Spiel. Wenn ich sehe, was man alles bauen kann, müssen wir ja eine richtige Stadt bauen, wa? Aber wie gesagt, wer auf sowas Bock hat, gerade so Base-Building, mega gut. Bis auf die Treppe, das ist das Einzige, was mir nicht gefällt. Inventar voll. Was? Ja, das ging fix, ne? Und ich würde zwischen den Folgen natürlich wieder die Ressourcen auffüllen, wie wir es schon kennen. Weil ich finde es immer ganz geil, dann haben wir ein bisschen Möglichkeiten auch in einer Folge ein bisschen mehr zu bauen. Wie gesagt, die Bohrer wären auf jeden Fall noch geil. Davon könnten wir eigentlich auch mal 4 Stück machen. Das wäre so Ziel, 4 von den besseren Bohrern. Damit wir hier ein bisschen vorankommen. Weil wir sehen, Luftdruck ist so das Thema, wo wir ein bisschen hinterherhinken. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Mich hat es wieder sehr, sehr gefreut mit euch. Hat mir Spaß gemacht. Und dann bleibt mir bitte gesund. Ihr wisst ja, genießt die Zeit. Bis gleich.